Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Jurassic World Evolution Video. Und wir schauen uns heute gemeinsam mal einen Park von Rob an. Der hat ja schon mal die Weltkarte nachgebaut und eingesendet. Und in diesem Park hat er sich mal Europa nur vorgenommen. Also hat Europa so ein bisschen detailgetreuer nachgebaut. Ich finde es wieder sehr cool, wir werden uns das jetzt gemeinsam gleich anschauen. Das ist übrigens hier der Begrüßungsbildschirm. Da hat er mit Wegen einen Triceratops-Kopf nachgebaut. Finde ich auch mega toll. Das war bestimmt viel Arbeit. Weil wenn ich mir daran so denke, wie anstrengend dieses Wegetool teilweise ist. Also richtig cool gemacht. Und ich würde sagen, das hier ist der Park. Ich zoome mal für euch raus und dann gucken wir uns das mal an, ob das wirklich nah an die Europakarte rankommt. Und jetzt haben wir einmal den ganzen Park im Überblick. Ich habe jetzt sehr weit rausgezoomt, deswegen ist das teilweise auch so ein bisschen ja, verzerrt. Aber ich denke mal, das ist nicht weiter schlimm. So kann man wenigstens mal einmal abgleichen, ob alles möglichst detailgetreu nachgebaut ist. Ich blende jetzt einmal für euch die Europakarte ein und dann können wir mal anfangen, so ein bisschen zu vergleichen. Der beste Orientierungspunkt für sowas, finde ich immer, ist Italien. Das kann man immer eindeutig erkennen. Das ist hier dieser wunderschöne Stiefel und der ist schon mal echt gut nachgebaut. Man hat auch hier unten dieses Landstück. Das ist dann logischerweise ein bisschen größer, aber das liegt daran, dass das einfach die Parkbegrenzung ist. Das hat der Rob auch in die E-Mail geschrieben, dass er wieder leider nicht genug Platz hatte. Und er hat noch reingeschrieben, dass er die Dinosaurier diesmal auch alle benannt hat und sich auch in England einen kleinen Spaß erlaubt hat. Das schauen wir uns dann gleich mal an. Hier haben wir diese zwei Inseln neben Italien. Ich weiß gar nicht, welche das sind. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Hier ist dann Spanien, hier zu unserer Linken. Das müsste dann Spanien sein. Hier wäre dann Portugal. Hier haben wir dann Frankreich. Auch sehr schön abgesteckt. Das ist dieses Stück. Hier oben ist dann Großbritannien und Irland. Dann haben wir hier Belgien und Holland. Oder Niederlande, habt ihr mich auch gelehrt. Holland ist nur eine Region in den Niederlanden. So habt ihr mir das beigebracht. Hier wäre dann irgendwo über Italien noch die Schweiz, logischerweise daneben Österreich. Hier wäre dann Deutschland. Dann haben wir hier auch noch Tschechien, Warschau. Also ich gucke gerade auf der Karte so ein bisschen. Warschau ist logischerweise Polen und so weiter. Aber das werden wir gleich alles durchgehen. Also das sieht für mich auf den ersten Blick schon mal sehr detailgetreu aus. Hier oben haben wir logischerweise Dänemark. Wir können ja mal eben hier rüberfliegen. Oha, na, ihr seht jetzt schon, wie das rausgezoomt ist. Hier ist Dänemark, hier haben wir Norwegen und Schweden. Aber es sieht jetzt auf den ersten Blick schon mal ziemlich cool aus, aber ich würde sagen, wir gehen jetzt mal Land für Land eben durch. So, wir fangen natürlich mit unserem Ausgangspunkt Italien an. Und ich finde, das ist wirklich gut geworden von dem Land her. Also das hast du wirklich sehr gut nachgebaut, sehr originalgetreu. Und ich finde es auch cool, dass du es hier noch so gestaltet hast mit Felsen, Sand und Bäumen und sowas. Sind halt richtige Gehege geworden. Und dort leben auch Dinosaurier. Wir können ja mal schauen, was du hier hast. Hier hast du Iguanodons. Italodon. Sehr coole Idee. Also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die Dinosaurier nicht wirklich in diesen Ländern gelebt und gefunden wurden. Aber du hast die halt wahrscheinlich so ein bisschen scherzhaft benannt. Falls ich mich da täusche, schreibt es gerne in die Kommentare. Kann natürlich sein, dass der Iguanodon auch in Italien gelebt hat. Kann ich mir aber irgendwie nicht vorstellen. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Oh, du hast hier sogar eine Jurassic Tour gebaut. Aber die fahren wir jetzt erstmal nicht. Vielleicht am Ende. Tschechokroatien, Italien. Ah, du hast die Tore auch so benannt. Daran kann man auch sehen, wo man sich gerade befindet. Das ist sehr praktisch. Wir gehen aber wieder nach oben und gehen einfach mal so ein Stückchen nach links. Von Italien aus kommt man nämlich nach Frankreich. Das ist hier sehr groß. Soweit kann ich gar nicht rauszoomen. Das ist dieses große Land hier. Ist aber auch von der Form sehr gut nachgebaut. Ich hoffe, ich kann das im Schnitt für euch gut einblenden, dass ihr es einigermaßen nachvollziehen könnt. Ich habe das Ganze wieder auf dem zweiten Bildschirm. Also das hier ist Frankreich und hier müssen wir auch Dinosaurier finden. Ein sehr großes Gehege, auch ein sehr schönes Gehege. Und sehr kleine Dinosaurier dafür. Was haben wir denn hier? Hier haben wir Dracorexe. Frankorex. Sehr cool. Also wirklich, auch ein cooler Skin. Den mag ich gerne. Das müsste lebhaft oder so sein. Ja, lebhaft. Okay, hier haben wir den Frankorex. Der chillt ein bisschen in Frankreich. Sehr cool. Dann gehen wir mal von Frankreich. Also das hier ist Frankreich. Gehen wir ein Stück nach unten. Dort haben wir dann Spanien und Portugal. Hat leider nicht ganz auf die Karte gepasst, weil der Platz ein bisschen zu klein war. Aber man sieht auf jeden Fall den Anfang hier von Spanien. Und man sieht auch hier diese drei Inseln, die man neben Spanien noch sehen kann. Sehr cool. So, was haben wir denn hier? Oh, hier haben wir Spinosaurus. Der Spanosaurus. Ja, wie könnte es auch anders sein? Drei Stück. Der eine schläft hier gerade. Ja, richtig cool. Portugal hast du wahrscheinlich
gar nicht mehr eingezeichnet. Nee, es hat platztechnisch nicht gepasst. Das wäre sonst irgendwo hier unten gewesen, so in dieser Ecke. Deswegen hast du das leider weggelassen, aber halb so wild. Passt schon. Gehen wir nach oben. Hier wäre ja Frankreich gewesen. Über Frankreich befindet sich ja Großbritannien. Also hier ist England, hier hast du dir einen kleinen Spaß erlaubt, hast du gesagt. Oh, ein Brachiosaurus. Cool. Britanniosaurus. Mit dem coolen Jurassic Park 3 Skin. Der ist echt toll. Dieser grünliche Skin mit dem roten Kopf. Oh, der ist cool. Wir müssen unbedingt bald wieder ein neues Jurassic Park Nachbauprojekt starten. Aber erstmal muss ich den Jurassic Park 1 Film nachstellen. In Jurassic World Evolution bin ich auch noch nicht zugekommen. Aber Leute, das liegt daran, dass ich mich momentan in meiner Freizeit mit Modding beschäftige. Also ich versuche wirklich, eigene Mods zu erstellen für Jurassic World Evolution. Ich bin da auch schon, hab schon ein bisschen was geschafft. Aber sobald es wirkliche Ergebnisse gibt, werde ich euch das mitteilen. Und vielleicht kann ich euch dann auch mal ein Tutorial machen, wenn ich so ein bisschen besser verstanden habe, wie das Ganze funktioniert, wie man das Ganze macht, damit ihr auch mal Mods erstellen könnt. Ist mega cool, aber ist auch gar nicht mal so einfach. Oh, die haben alle verschiedene Namen. Bei Biosaurus. Weil sie aus der EU raus sind wahrscheinlich. Nie mehr erste Liga. Britannio und Brexitsaurus. Oh Mann. Heißen die alle anders vielleicht? Habe ich jetzt gar nicht geguckt. Wo sind denn hier die Dracos? Nee, die heißen alle Frankorex. Okay. Gehen wir mal weiter nach rechts von Großbritannien aus. Hier haben wir nämlich Belgien und die Niederlande. Belgien und die Niederlande müssen das sein, ne? Ja, ungefähr kommt das hin. Können wir mal schauen. Belgionix. Belgionix, auch ein sehr schöner Name. Okay, haben wir auch was für die Niederlande? Ein Dino drin? Wie jetzt? Dino? Du hast Holland weggelassen. Es gibt kein Niederlande, Dino. Wie gemein. Hast du das einfach zusammengefasst? Oh nein, wie schade. Okay. Holland ist anscheinend schon... Also es ist hier mit auf der Karte, man sieht das ganz gut. Hier ist auch dieses kleine Gewässer, was man auf der Karte erkennen kann, was da noch reingeht. Aber Holland ist anscheinend nicht vertreten. Sehr schade. Und jetzt kommen wir nach Deutschland. Das hier ist Deutschland. Da bin ich auch mal gespannt. Deutschland ist natürlich auch ein sehr großes Land, genau wie Frankreich. Was haben wir denn hier? Alemannosaurus. Ja, wie könnte es auch sein? Der gute Allmann. Ein Allosaurus. Sehr gute Wahl, wie ich finde. Auch ein toller Skin. Den mag ich gerne. Das ist das Steppenmuster. Einer meiner Lieblingsskins von dem Allosaurus. Natürlich mit Mods nicht mehr, weil da würde ich mich für Big L entscheiden. Aber so gesehen ist es mein Lieblingsskin aus dem Originalspiel. Ja, wir müssen jetzt gucken, dass wir nicht durcheinander kommen. Hier unten wäre dann noch... Ne, hier waren wir schon Italien. Aber hier müsste doch irgendwo auch noch die Schweiz sein. Habe ich dir nicht vorhin auch sogar gezeigt? Schweiz ist eigentlich hier so zwischen. Zwischen Italien, Deutschland und Frankreich. Okay, die scheinst du auch weggelassen zu haben. Ja gut, kann passieren. Genau wie Österreich. Ah ne, Österreich, Schweiz und so hast du alles hier zusammengefasst. Das hier wäre nämlich noch Österreich, dieser Ecke hier. Das heißt, das hast du mit bei Italien reingefasst. Okay. Ja, ist ja nicht weiter schlimm. Wer braucht die schon, ne? Okay, gehen wir weiter nach rechts von Deutschland. Hier haben wir nämlich als allererstes Polen natürlich. Polen ist auch ein sehr großes Land. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das für euch alles gut immer einblenden kann. Hier haben wir den Polarkanthus. Das passt natürlich auch sehr gut. Sehr coole Idee, dass du so passende Dinos von den Namen rausgesucht hast. Den finde ich auch echt cool. Muss ich sagen. Polarkanthus ist cool. So, haben wir irgendwas verpasst? Nee, denke nicht. Hier oben werden dann auch noch so ein paar Länder, logischerweise. So Litauen, Lettland und sowas. Ich weiß gar nicht, ob du die eingezeichnet hast. Nee, sieht nicht so aus. Hier oben kommt erst wieder was. Okay, hier hattest du wahrscheinlich auch nicht den Platz dafür. Gehen wir runter von Polen. Da haben wir dann Tschechien. Und Kroatien haben wir auch, ne? Nee, warte mal, jetzt bin ich durcheinander gekommen. Hier haben wir Polen. Müsste dann nicht hier Tschechien sein? Eigentlich schon. Ah, hier hast du wieder was zusammengefasst. Okay. Tschechien, Ungarn, Jugoslawien. Hast du alles zusammengefasst? Hier ist Rumänien. Okay, ich verstehe. Aber dann müsste das hier... Aber wo ist denn hier Kroatien? Kroatien ist doch... So, entschuldigt für die kurze Unterbrechung. Ich hatte aber auch gerade auf meinem zweiten Bildschirm eine Karte aufgerufen. Da ist kein Kroatien eingezeichnet gewesen. Warum auch immer.
Aber es kam mir sehr komisch vor, weil ich bin schon mal über Kroatien rübergeflogen, als ich nach Griechenland geflogen bin. Und Kroatien ist natürlich hier an der Küste und geht hier so ein bisschen ins Inland rein. Und dann haben wir hier noch Ungarn, Slowakei und Tschechien hier links. Diese vier hast du, glaube ich, in einen Block zusammengefasst, wenn ich das richtig sehe. Genau. Und darüber ist dann Polen. Das müsste ungefähr so hinkommen. Ich kann auch verstehen, dass du die teilweise zusammengefasst hast, weil das sonst einfach wahrscheinlich zu kleine Gehege werden würden. Hier hast du übrigens den Kroatosaurus. Auch mit einem tollen Skin. Du hast wirklich super Skins ausgesucht, das muss man sagen. Küstengebiet ist das. Auch einer meiner Lieblingsskins für den Keratosaurus. So, gehen wir weiter nach hier unten. Also hier ist Italien, nochmal kurz zur Orientierung. Und wir gehen jetzt hier sozusagen die Küste nach unten. Und wir können ja einfach mal mit den Gehegen arbeiten. Hier haben wir das ehemalige Jugoslawien. Bosnien-Herzegowina müsste das sein, ne? Und sowas? Genau. Was haben wir denn hier? Was? Jugos La Cefalo? Okay. Auch nicht schlecht. Jugos La Cefalo. Cool. So, habe ich hier was verpasst? Nee. Hier habe ich nichts verpasst. Und darunter kommt dann Griechenland schon. Okay, dann hast du hier auch noch Albanien und so mit reingefasst. Man sieht halt, hier hat dir wieder der Platz gefehlt. Hier ist ja auch das Ende der Karte. Weil da sind noch ganz, ganz viele Länder. Serbien, Montenegro, Mazedonien, Albanien und sowas. Konntest du leider alles nicht mit einzeichnen, ist dann hier auf der Strecke geblieben. Aber kann nichts machen. Dann kommt auf jeden Fall Griechenland. Das kennen wir alle. Da war ich auch schon einmal im Urlaub. Wen haben wir da? Den Griechimoloch. Auch sehr cool. Aber das Land hast du auch sehr gut nachgebaut. Auch hier unten das mit den Inseln und so gefällt mir richtig gut. Dass du dir das hier so gut wie es geht versucht hast nachzubauen mit dem Wasser. Weil das ist gar nicht mal so einfach. Hier haben wir auf jeden Fall den Griechimoloch. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Dinosaurier nicht alle da gelebt haben. Aber das ist halt ziemlich witzig, was du gemacht hast. Und hier rechts neben Griechenland haben wir die Türkei. Die jetzt leider auch nicht ganz drauf geschafft vom Platz. Aber denke ich mal, noch völlig in Ordnung. Was haben wir hier? Ah, den Tyrannosaurus Rex mit Ü. Sehr cool. Coole Idee. Also in der Türkei haben wir den Tyrannosaurus Rex. Was haben wir hier? Rumänien haben wir hier. Und Bulgarien hast du auch zusammengefasst. Auch nicht weiter schlimm. Hier haben wir den Humanosaurus. Statt dem Uranosaurus. Ist auch, denke ich mal, passend. Ziemlich cool. Dann geht es hier weiter nach oben. Hier ist dann wieder Polen, ne? Ja, hier fehlt dann auch noch ein bisschen was. Hier fehlt dann noch die Ukraine und sowas. Weißrussland, Ukraine. Ich gerade auf der Karte. Das ist hier so ein bisschen Erdkundestunde mit Dandy oder was? Richtig gut. Aber wir müssen natürlich noch nach hier oben gehen. Da weiß ich, kenne ich mich auch wieder ein bisschen besser aus. Osteuropa ist immer ein bisschen schwierig, finde ich, von den ganzen Ländern. Aber ich habe gerade wieder was dazu gelernt. Über Deutschland haben wir natürlich Dänemark. Da war ich auch schon. Da haben wir den Denonikos. Den Denonikos, nicht Kuss. Sehr cool. Ah, mit dem. Oh, diesen orangenen Skin gibt es wirklich für den Deinonikus. Okay, das wusste ich gar nicht. Weil ich habe ja letztens eine Mod installiert. Da gab es auch so einen knallig orangenen Skin. Den mache ich aber auch nie. Aber der ist trotzdem ziemlich cool. Und dann geht es natürlich nach Schweden. Da war ich auch schon im Urlaub. Schweden ist ein ganz tolles Land. Da haben wir den Schwedosaurus. Hätte auch der Ikea-Saurus sein können. Als Stego. Auch mit tollen Muster. Das ist doch von. Auch Jurassic Park, ne? Ja. 1997 Muster. Cool. Und links daneben ist Norwegen. Norwegen. Mit der Hauptstadt Oslo. Norwegosaurus. Den Nigersaurus genommen. Auch sehr schön. Alles wieder eine sehr coole Idee. Ist natürlich schade, dass es platztechnisch nicht drauf passt. Aber ich finde es immer cool, dass man dadurch nochmal so ein bisschen die Länder so ein bisschen lernt, an welcher Stelle die sich befinden. Suomimos. Was ist denn hier oben? Warte, jetzt muss ich mal eben kurz überlegen. Also normalerweise ist es so, man hat ja hier Dänemark, Schweden, Norwegen und dann kommt Finnland so rechts und geht da wieder runter. Da hast du aber wahrscheinlich keinen Platz für, deswegen hast du hier irgendwas anderes hingemacht. Ich kann mir vorstellen, dass das hier noch Litauen und so sind. Die sind hier nämlich auch noch. Nee, hier ist gar kein Gehege. Was ist denn das dann hier? Suomimos. Ich weiß nicht, ob ihr gerade die Weltkarte vor Augen habt, aber ich bin gerade echt am Überlegen, was das sein könnte. Suomimos.
Ich habe keine Ahnung. Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Ich weiß jetzt nicht, wofür dieses letzte Gegner ist, aber wir haben ja die Tore. Schweden? Finnland? Okay, das ist wirklich Finnland. Suomimos. Aber wie kommt denn der Name da zustande? Das ist noch so der Anfang von Finnland. Da macht es logischerweise Sinn. Hast du aber platztechnisch leider auch nicht mehr unterbringen können. Aber trotzdem eine richtig coole Idee, muss ich sagen. Hat echt Spaß gemacht, deinen Park zu besuchen. Falls ihr weitere coole Jurassic Park Bauideen habt, dann schickt sie gerne ein. Wenn das irgendein besonderes Motto ist, kann es auch gut sein, dass ich dazu ein Video mache. Aber ich werde mir jeden Park angucken, den ich anschaue. Aber es ist nicht garantiert, dass ich dazu ein Video mache. So, meine Freunde, das war auf jeden Fall eine weitere Erdkundestunde mit Dundi. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir hat sehr viel Spaß gemacht, deinen Park zu besichtigen, Rob. Vielen Dank fürs Einsenden. Wenn du mal wieder irgendwas Cooles nachbaust, schick's gerne wieder ein. Freue ich mich immer sehr drüber. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, würde ich mich über ein Däumchen freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dundi. Achso, bevor ich es vergesse, ich packe natürlich unten in die Videobeschreibung die E-Mail-Adresse, an die ihr mir eure Safe Games schicken könnt. Und wenn ihr eine coole Idee habt oder einen coolen Park gebaut habt, schickt ihn mir gerne ein. Ich schaue mir alle an und wenn es dann richtig cool ist, mache ich auch ein Video dazu. Und damit verabschiede ich mich jetzt wirklich. Ciao.